Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, so lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da, kommentiert das Video und nach dem Intro wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ciao. So, moin zusammen. Wir spielen mal wieder Satisfactory und zwar versuchen wir mal wieder die Wracks zu sammeln. Mit dabei Mosquito, der hier schön auf dem Dach steht. Hallo! Und ja, wir gehen zuerst am Versorgungsbahnhof vorbei, um da eine Festplatte rauszuholen, die noch da drin ist. Kommst du kurz mit aufs Dach und fahren wir da zusammen hin. Ungern, aber okay. Das geht schon. Nö, schreibt aufs Dach nicht. Okay, kann losgehen. Und auch draufbleiben. Dann sagt der Fahrer zu dem Typen, der auf dem Dach sitzt. So, ich darf jetzt auch keine Nüsse oder sonst was überfahren. Weil die werden in Zukunft nachwachsen. Nee. Doch. Wenn ich es richtig mitbekomme. Werden nachwachsen? Ja, genau. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, werden die in Zukunft nachwachsen. Aber wahrscheinlich nur, wenn die Bücher an sich noch stehen. Oh, wie geil. Ich kann Nüsse suchen. Yep. Wo will er hin? Ja, genau, wo will ich hin? Die sind ja da vorne. Hier liegt sie drin, jetzt habe ich aber keinen Taschenplatz mehr. Eine Mam kann ich auch nicht bauen. Kannst du eine bauen? Ja. Gut. Ja, ob das jetzt gut geht, wenn du das reintust? Scan läuft. Okay, hat funktioniert. Ja, ich meine nur wegen der Sache mit ich bin Host und Multiplayer und darum habe ich jetzt gemeint. Ich schätze mal, solange du in meiner Nähe stehst, dürfte es gehen. Beim Rein- oder beim Rausnehmen. Hast du jetzt unten noch eine stehen, dass wir die wieder abbauen können oder muss ich die jetzt stehen lassen? Die kannst du wieder abbauen. So, wir müssen... Was bin ich jetzt, der Grüne oder der Orange? Der Grüne. Wir müssen in diese Richtung. Deine Aufgabe ist es auf jeden Fall jetzt wieder, die Stromkabel zu ziehen. Aber wir kommen da hinten ja... Was? Ja, genau. Wir kommen da hinten ja an der Stromleitung vorbei. Ja, genau. Also diesmal habe ich 800 Schuss dabei. Wie viel ist bei dir? 442. Okay. Ja, Taschen voll. Okay. Also bist du wieder der Erste, der tot ist? Hey. Ah, kannst du es aufsammeln oder Taschen voll? Ah, passt. Zwei Plätze habe ich mir freigelassen für Loot. Jetzt ist nur noch eine. Ja. So, mal schauen. Ja, ist noch richtig. Die Frage ist nur... Also, Papagei. Wo gehen wir da hoch? Ach, musst du einsammeln. Wo ist er denn? Da ist er. Hier. Ja, keine Plätze mehr frei. Ja, da schießt schon wieder was. Ja. Aus welcher Richtung? Ja, die sind doch immer im Block, die sind doch immer im Doppelpark unterwegs. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ach, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich habe nur drei Lebensbalken. Hatte ich auch gerade.
So, und da hinten sehe ich eine Schnecke, da müssen wir zuerst hin. Ja, die habe ich das letzte Mal schon gesehen. Aber du hast doch gar keinen Platz. Stimmt, die musst du einsammeln. Ich habe auch keinen Platz mehr. Spinne? Ja. Warte, habe ich jetzt wieder Platz durchs Rumballern? Ne, habe ich nicht. Na gut. Ich schau gleich mal, was ich löschen kann. Oder wie viel Beton hast du wieder eingesammelt? Reichlich. Ich lege den Zementsack hin. Ja, nicht hinlegen, wenn Schreddern vernichten. Sonst steht er für immer darum. Ich habe gerade ein 100er Stack Zement rausgelegt und meine Taschenplätze sind gleich geblieben. Ich habe ja gesagt, das solltest du besser nicht rauslegen. Ah, alles klar, ich habe versehentlich gesplittet. Ja, aber wenn du jetzt die Schnecke nimmst, dann kannst du den Beton nicht mehr aufnehmen. Und dann kann er nicht geschreddert werden. Okay, ich vernichte auch was. Was kann ich denn jetzt schreddern? Ach, Energiezellen habe ich auch noch dabei. Was baust du denn jetzt? Schredder. Warum willst du jetzt... Hä? Ja, nicht so schreddern, über die Mülltonne schreddern. Das hat ja schon gereicht. Ach so, meinst du? Ich dachte, du willst dir nichts verwehren. Nee, ich wollte nur verhindern, dass es so in der Welt rumliegt. Weil das nach und nach Lecks verursachen wird. So, Schnecke ist weg und Beton ist weg. Gut. Da hinten sehe ich auch eine Schnecke. Das heißt, wir müssen... Ist es auch die richtige Richtung? Ja, wir müssen darüber. Na, da gehe ich lieber unten rum, bevor ich hier runterfalle. Mit dem Strom ja sowieso. Ich hatte gerade einen Speicherfreeze, das heißt, ich könnte es eigentlich schaffen. Hoffe ich. Weil hier geht es weit, weit runter. Ja. Ich schaff's nicht. Ich gehe außen rum. Nein, dein Ernst. Sicher, sicher. Das sah immer noch so weit aus. Ja, aber na, ich könnte eine Brücke bauen, aber wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wäre aber eine Option gewesen, ja. Ja, das ist wohl wahr. Aber so kann ich jetzt wenigstens Moskito hier ein bisschen unterstützen, falls noch Viecher da sind und bevor er mir wieder wegstirbt. Ey. Ich muss sagen, heute läuft es flüssiger als das letzte Mal. Noch. Das Problem ist, ich sehe gerade die Schnecke nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo sie war. Die ist weiter oben. Oh, das ist ein Pilz. Oh, das sind Viecher. Kriegst du den Pilz noch rein? Nein. Shit. Dann vernichte ich mal den Beton hier. So. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ui, das ging in die Hose. Aua. Das reicht nicht. Was hast du gemacht? Ich versuche da hochzukommen, aber ich bin ja schon ein Podest höher als du, aber diese kleine Felskante hier, die scheint höher zu sein. Ja, dann einfach eine Foundation setzen. Das geht ja. Ja, tue ich jetzt auch. Das heißt, wenn er irgendwo snappen will. So. Kann man es hinplatzieren? Nirgends. Toll. Man kann echt nirgends die Foundation setzen. Was ist denn das? Hier, ja, das ist gerade irgendwie so ein blödes Problem.
So. Du ballerst schon wieder? Mhm. Ah, hi Lea. Schön, dass du da bist. Mal ganz ohne Raid. Hier rein verirrt. Okay, hier ist sie, glaube ich. Speicherfreeze. Ah. Jetzt. Ah. Lea, hast du deine ganzen Bots heute losgekriegt eigentlich? Hab gar nicht nachgesehen. Ich weiß nicht, wo die Schnecke nicht mehr suchen, ne? Achso, die suche ich noch. Okay. Die saß in der Felsnische da vorne, war eine gelbe. Ups. Sehr interessant. Die da oben habe ich gesehen, da möchte ich auch noch hin. Ist auch eine Violette. Ja, da sitzen wieder die Spucker und das alles. Das letzte Mal sind wir hinten rumgegangen. An der Schwefelmine vorbei. Das ist noch zu hoch. Das freut mich zu hören. Auf jeden Fall, es ist halt scheiße, so eine Bot-Attacke. Und platziert man da ein paar tausend Follower mehr. Und es ist scheiße. Vor allem. Hat man ja gesehen bei dir, die Alerts, wo du ausmachen musstest. Ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Vor allem heute hast du dich auch noch gefreut, dass du da das neue Overlay drin hattest. Schon ein bisschen Mist. Hier bin ich. Oh, halt, stopp. Erst auftanken. Also ich hatte bis jetzt noch keine Bot-Attacke. Aber das hätte ich jetzt vielleicht auch nicht aussprechen sollen, weil jetzt geht's garantiert gleich los. Würde mich nicht wundern. So, dann sind wir gleich oben. Ja. Der Avantar-Bot. Oh, was haben wir denn hier? Sieht unfertig aus. Ja, geht doch nicht weiter. Da ist irgendwas hinter, da haben sie wieder irgendwas geplant, da haben sie wieder so eine Plane reingeschoben. So, hier über uns ist auf jeden Fall auch eine. Ja, ich sehe sie. Eine grüne. Ist violette Schnecke. Ich habe jetzt die letzten Tage jeden Tag einen Stream gehabt, also bei mir war es Gott sei Dank nur nichts
wie gesagt. Und da ist ein Fett. Den Link, den hattest du ja mal reingepostet bei dir in den Channel. Den habe ich mir auch gespeichert auf dem alten System. Mittlerweile habe ich ihn verloren. Aber der lässt sich garantiert über Google finden. Ja, aber warum sollte jemand das auf dich abgesehen haben? Da gibt ja eigentlich so keinen Sinn. Strahlung. Ja, ich weiß. Hast du den Loot? Ja. Speicherfreeze. Wo ist der hässliche hin? Da kannst du mir gerne schicken, wenn du magst. Achso, der für den Fall der Fälle natürlich. Ist nicht schlecht, den zu haben. Mal, hier rannte doch auch noch irgendwo einer rum, ne? Eigentlich ja. War der Stockwerk höher, ne? Doch, da ist er. Ich hole mir gerade die violette Schnecke hier. In der Strahlung. Nicht zu sehr. Ich wollte gerade sagen, lass dich nicht zu viel verstrahlen. Scheiße, Taschen voll. Mist. Ich habe den Grün aus den Augen verloren. Wo ist der hin? Na, das ist auch Mist. Wo ist der Slider hin? Das weiß ich nicht. Ja, stimmt, Neider gibt's überall. Egal, was man eigentlich tut. Ach, da steht er. Traurig, aber wahr. Kriegen dann meistens selbst nichts auf die Reihe, aber anderen das Leben schwer machen. Wusste ich doch, dass hier oben eine Stromleitung liegt, deswegen habe ich keinen Strom mit. Ich mal kurz auf die Map schauen. Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Was, wo ist hier? Nein, das ist falsche Richtung. Wir müssen den alles andere Frack mitnehmen. Die andere unten hast du schon? Scheiße. Ich hab's überlebt. Welche andere da unten? Na, hier unten liegt noch einer auf dem Podest, wo das ganze Uran liegt. Rennen drei kleine rum und ein großer. Ja, das ist ja der zweite auf der Map. Schau dir die Map mal an. Ah, das ist eine violette Schnecke wieder. Das war die, wo so bewacht war, glaube ich. Ja. Ich sehe von hier die ganzen Spinnen drin. Ja, bin gleich da. Ich sollte auch besser zielen. Wie mit den kleinen Spinnen brauchst du nur einen Xenobecher. Drauf zulaufen, bis sie auf dich zurennen und rückwärts laufen und dann schlagen. Dann machen sie dir keinen Schaden und du kriegst sie mit einem One-Hit. Ich habe jetzt mal ein paar Bomben reingeworfen. Ich habe alle getötet, bis auf eine. Okay, viel Spaß dir noch. Mach's gut, Lea. 4, 5. Da kommt eine Fette. So, und das Wrack müsste dann da oben sein, glaube ich. Wow, die hat mir aber gerade ganz ordentlich einige gekleistert hier. Dann heil dich. Habe ich schon. Heute sterbe ich nach dir. Ich baller wieder von allen Seiten hier.
Rohr. Das wäre fast in die Hose gegangen. Aber nicht in meine. Lebt noch was? Ja, es müssten drei hier sein, glaube ich. Also einen habe ich gerade gekillt hier. Einen habe ich eben gekillt. Dann fehlt noch einer. Theoretisch gesehen, ja. Ich weiß aber nicht, wo der umgeslidet ist. Ist gerade bei mir der Felswand verschwunden. Da ist er wieder. Aha, da habe ich ihn. Erledigt. Sieht down aus. Ich doch, dass das drei Stück sind. So, hier brauche ich dein 267 Megawatt. 267 Megawatt, komm. Weil du hast doch hier irgendwo diese Förderband. Ach, du hast keinen Strom jetzt mitgenommen. Nein. Weil hier unten irgendwo ein Förderband lang geht. Ist mir das letzte Mal schon aufgefallen. Nur mal gerade orientieren. Z. Ich habe gedacht, du nimmst das Band mit, das Strom mit. Das letzte Mal habe ich es mitgenommen und dann bin ich da kreuz und quer und dann warst du schon immer am Kämpfen und ey, wo bist du, wo bleibst du? Und ich kam nicht so schnell hinterher, weil ich das Stromding so mitziehen musste. Nur jetzt wusste ich ja, hier oben geht ja irgendwo ein Förderband. Ah, da ist es doch. Okay, ist dann Saft drauf jetzt? Noch nicht. Jetzt. Okay, dann kann ich wieder hin. Strom ist drauf. Stromleitung kannst du dann auch lassen. Ich trenne nur die Verbindung hier oben. Okay. Kein. Oh doch, Plätzchen hast du. Was habe ich? Ich wollte gerade sagen, hast du überhaupt Platz in der Tasche? Nö, aber die drei Draht, die vernichte ich jetzt. So, kommst du mal zu mir. Ich habe dir eine Mem hingestellt. Ja. Übrigens, du hast kein Jetpack an. Hab's gemerkt. Ja, ist die andere Festplatte überhaupt schon durch jetzt? Ja. Tatsache. Boah, nehmen wir mal die Kupferlegierungsbarren. Das ist eigentlich alles nichts, was ich machen würde. Boah. Irgendwie nichts so. Höchstens die Koks-Stahlbarren dann. Na, den Koks wolltest du doch nicht, oder? Ach doch, den brauchst du ja für Dingens. Die brauche ich für Dingens? Aluminium. Nee, das mache ich per Kohle, das habe ich ja schon gesagt. Ach so, genau. Ich nehme es einfach mal als Backup-Lösung mit. So, und reine mit. Kannst du wieder abbauen. Hast du oben das Kabel gekappt? Ja. Die Massen kannst du jetzt stehen lassen. Das tue ich auch. Und denk dran, jetzt aber das Kabel mitzuziehen. Da hinten ist ein Förderband, das geht genau daran vorbei. Da sind auch Masten. So, das da unten ist halt wieder dieses verseuchte Urangebiet. Ist nur die Frage, das braucht Strom, ne? Ja gut, haben wir ja gleich hier oben. Ich glaube nämlich nicht. Erstmal müssen wir aufräumen, das ist das Wichtigste. So, noch zwei kleine.
kleiner. Ich glaube, den treffen wir so gar nicht. Ja, doch. Gut, dann gehe ich mal runter. So, da kann ich mich nicht schützen. Kein Strom. Kein Platz, kein Platz. Speicherfries. Scheiße. Na, ich gehe außenrum wieder hoch. Aha, jetzt höre ich dich wieder. Okay. War gerade wieder rausgeflogen. Nicht gut. Ich habe dich ja den Kopfhörer noch gehört. So, ich gehe mal kurz hier in das Menü rein, weil ich mir die Map kurz anschauen muss. Das können wir nicht machen. Wir müssen jetzt schräg da hoch. Okay. Und zwar müssen wir... Moment, wir sind jetzt hier an dem. Okay. Wir müssen jetzt in diese Richtung. Mhm. Dann holen wir uns das nächste Frack. Mhm.